Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Waselmap. Völlig daneben, ich habe letztes Mal vergessen, die Schafe auszuladen. Und wundere mich, dass es einfach nicht mehr geworden sind. Ende letzter Folge habe ich das noch gemerkt. Wollte mir das aber jetzt für diese Folge aufheben. Na, geht er auch auf hier? So, jetzt. Ist einfach doof gelaufen. So, jetzt aber, komm. Ja, genau. Ich habe nicht bestätigt. Mit Sicherheit nicht. So, bestätigen. Ja, abladen. Gut. Tor zu, bevor die Schafe rauslaufen. Und den Anhänger verstauen. Wobei ich gerade überlegt habe, ob ich mir noch ein paar Schafe hole, aber ich lasse es jetzt erstmal. Wir drehen hier wieder, so wie letzte Folge, geschickt um. Ist ja genug Platz hier. Und dann pflanzen wir den Anhänger da wieder hin. Das war auch der Grund, weshalb der Anhänger sich letztes Mal nicht wieder zugeklappt hat. Weil die Schafe eben noch drin waren. So. Wir werden jetzt... Moment, Feld ist, glaube ich, gedüngt, oder? Ich glaube, bei der 36 können wir nichts mehr machen im Moment. Genau. 140.000 kostet es noch. So. Dann machen wir hier sauber. Das muss auch immer sein, ja. Landwirt sein heißt nicht nur schöne Geräte zu fahren, sondern auch den Dreck der Tiere zu entfernen. Beziehungsweise Futter nachfüllen. Was anderes tun wir hier ja nicht. So, 46. Sieht schon deutlich besser aus. Und wir wollten jetzt... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so einen Trailer habe. Haben wir davon einen gekauft? Ne, nicht diesen. Diesen hier. Ja, davon haben wir einen. Schön. Wo steht der? Was sagt denn der Markt? Raps ist relativ hoch. Sonnenblumen auch. Aber noch nicht hoch genug. Die Wolle ist unten. Hier steht er. Okay. Dann werden wir den mal schnell holen. Um dann gleich noch ein bisschen Holz zu machen. Oh, verdammt. Hackschnitzel, um genauer zu sein. Das kriegen wir nämlich in dieser Folge auf jeden Fall noch hin. Wenn nicht die Ampel schon wieder rot wäre. Ja. Und der Banker hier, der läuft viel zu langsam, anstatt dass er es noch bei grün drüber schafft. Ja, grün für mich halt. Mann! Und der hier fährt wieder in die Straßenmitte. Ja, ich weiß, ich fahre hier ein bisschen zu schnell. Aber nur ein bisschen. War ja eine 30er-Zone. So, den Kipper brauchen wir. Und dann müssen wir auch noch... Wir müssen noch mal zum Shop. Und wir sollten eigentlich noch ein bisschen mehr Geld haben, um uns das neue Equipment leisten zu können. Wäre von Vorteil, dann müssen wir es nicht nochmal mieten. Euer Offroad fahren hier. Oder haben wir uns das schon gekauft? Hier steht es auf jeden Fall nicht, da auch nicht.
Ah, hier, so rum steht er. Ich glaube nicht, dass wir die diese Maschine besitzen. Aber wir gucken mal nach. Forstgeräte. Diese hier. Nein, besitzen wir nicht. Und sie kostet 58.000. Das kriegen wir hin. Also verkaufen wir den die Sonnenblumen noch. Vielleicht müssen die sogar in Richtung Schafe. Das wäre ja optimal. So, Sonnenblumenstadt. Wo müssen die hin? Im Bahnhof Sende. Perfekt. Da passt es. Ist in unserer Richtung. Na, aber nicht so. Ah ja, stopp. Hallo. Warum bleibt der? Warum will der weiterfahren? Oh, verdammte Axt. Den Anhänger festgefahren hatte ich auch noch nicht. Ups. Immer wieder mal was Neues. Wo fahre ich denn entlang? Nee. Wir fahren einfach unsere bekannte Route. Der Trailer ist, der Anhänger ist halt viel zu groß für die Map. Schade eigentlich. Wenn wir den Inhalt des Trailers verkauft haben, können wir uns noch eine neue Maschine kaufen. So, ich überhole mal hier geflogen innerhalb der Ortschaft. Ist generell erlaubt, auch mit einem Fahrzeug, also mit dem Auto, solange ihr die Höchstgeschwindigkeit nicht überschreitet. Wir gucken jetzt mal nicht nach rechts unten. Bleib stehen. Oh, rote Ampel. Hatte ich nämlich mal, dass mich innerorts ein Auto überholt hat. Der war allerdings deutlich zu schnell. Konnte ich leider nicht beweisen. Also ich bin 50 gefahren und er hat mich recht flott überholt. Leider hat er wahrscheinlich vor dem Blitzer, der dann gekommen ist, genügend gebremst. Ich war anschließend bei der Polizei, wollte eine Anzeige machen wegen ungebührlichem Fahren oder wie auch immer. Und die haben mir gesagt, ja, wir können ja nicht beweisen, wie schnell der gefahren ist. Oder ich kann nicht beweisen. Und daher haben sie gesagt, ja, kann man nichts dagegen tun. Fand ich schade. Aber so sind nun mal die Gesetze. Lädt er auch was ab? Nö. Jetzt. Oh, stimmt, wir müssen ja den Zug losschicken. Habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Im ersten Moment. Der müsste ja alles ausgeladen haben. Gut, dann können wir den hier zu den Schafen wieder bringen. Um gleich noch ein bisschen Hackschnitzel zu machen. So, hier müssen wir auch gut ausholen. Um dann doch nicht rumzukommen. Hallo?
Also dieser Anhänger ist deutlich zu groß für diese Map. Aber ich mag ihn halt einfach. Ist einfach gigantisch. So. 43.000 hat es gebracht, Hammer. Das sollte reichen, um ein bisschen Zeug zu kriegen. Beziehungsweise unser gewünschtes Objekt zu kaufen. Ich überlege gerade, ob ich noch was brauche. Ups. Im Moment glaube ich aber nicht. Nen Holzauflieger macht hier auf dieser Map wenig Sinn, weil du hier gar nicht die richtige Forstwirtschaft so betreiben kannst. Das ist eigentlich eine reine Landwirtschaft Simulator-Map. Nadelbäume habe ich hier eigentlich, ich müsste mich täuschen, noch gar nicht entdeckt. Und von dem her macht es keinen Sinn, dass wir uns einen einen Stammwagen holen. Die Bäume hier, die machen mehr Sinn zu häckseln und die Hackschnitzel zu verkaufen. Hier macht es wirklich Sinn und ist auch völlig easy mit dieser Maschine, die wir uns gleich holen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, fällt mir gerade ein, ist der Bug vom letzten Mal. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben das Feld gepflügt und zwar in Richtung quer, sage ich jetzt mal. Das heißt, in der Richtung, wo der Verkaufspunkt ist, oder der Kaufpunkt, auf die andere Seite. Und als wir dann aber mit dem Krubbern angefangen haben, waren die Linien von dem Pflug genau vertikal dagegen. Also die waren direkt dagegen gesetzt. Ich nehme an, das ist einfach eine vorgegebene Feldrichtung. Und deshalb, oh, wir kommen hier wirklich rein. War eher ein Zufall. Deshalb ist es halt aus meiner Sicht schon irgendwo ein Bug. Auswählen, Hauptfarbe, grün, kaufen, ja. 60.000. So. Warte mal. Komm, wir gönnen uns. Wir gönnen uns auch noch eine Baumsäge. Mein, dieses Fahrzeug kann das ja. Kann ja vorne und hinten anhängen. Ja, jetzt bin ich gerade einmal falsch gefahren. So, und ab geht's. Damit können wir jetzt die Bäume relativ flott, ja, abernten und zu Hackschnitzel verarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier unten rumkomme. Ne, wir müssen. Und wir nehmen trotzdem die Ortsumgehungsstraße. Auch wenn wir danach nochmal nach oben fahren müssen. Oh, viel zu schnell. Landwirtschaftlicher Verkehr frei, das gefällt mir doch.
ein kurzer Umweg. Wobei ich gar nicht glaube, dass es ein Umweg ist. Ob ich jetzt links rum oder rechts rum fahre, ist eigentlich egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein, zwei Bäume absägen. Ups, rote Ampel. Naja. Was soll's? Die Fußgänger beachten mich ja auch nicht. Warum soll ich die dann beachten? So, das klappen wir schon mal auf. Und dann machen wir hier mal an. Oh nee, kann ich den jetzt gar nicht absägen? Habe ich die jetzt umsonst gekauft? Komm, bei dem Kleinen hier muss es doch gehen. Komm schon. Oh, ich habe die wirklich umsonst gekauft. Okay, 5400 Öcken für nix. Dann müssen wir halt doch per Hand fällen. Und dann später die Baumstümpfe gut entfernen. Den hier wollte ich weghaben. Den hier auch. Wir müssen einfach ein bisschen schöner machen hier. Kann ich den nicht fällen? Was soll denn das heißen? Den kann ich nicht fällen? Okay. Das habe ich noch nicht erlebt. Dass ich einen Baum nicht fällen kann. Kann ich vielleicht den hier fällen? Nee, auch nicht. Hä? Ach, das ist ja noch blöder. Mal gucken, was mit dem ist. Den kann ich wiederum. Wenn ich den Punkt finde. Ein Geduldsspiel. Naja. Okay. Müssen wir uns mit abfinden, dass wir die zwei oder die kleinen Bäume nicht fällen können. Ich fahre jetzt ein bisschen hierher. Dann kann ich nämlich mit dem Traktor einfach direkt aufladen, hoffe ich. Erst ausklappen, auch noch.